Rose fröhlich, echter Patientenfall, Löcher im Darm. Was ist das? Ein löchriger Darm. Ich bin die Rose fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Online-Praxis. Ich hatte eine Patientin, in diesem Falle war es eine Dame in der Beratung, die bei den Gastroenterologen waren, wegen Beschwerdeproblematik, aber um die geht es jetzt gar nicht. Und dort hat man ihr gesagt, dass sie einen löchrigen Darm hat, beziehungsweise hat sie sich dann informiert und gelesen und sich total Gedanken darum gemacht, dass sie plötzlich Löcher im Darm hat. Ich habe hier einfach mal so ein paar Nudeln und die hat die Vorstellung gehabt, wenn das so eine Darmstruktur wäre, dass da richtig Löcher sind, also wo man, ne, durchgucken kann. Also so ein Darm hat keine Löcher, dann würde ja der Inhalt, den wir im Darm haben, also der Stuhlgang oder der Speisebrei, ja auch in das umliegende Bauchgewebe wandern durch die Löcher, wenn da wirklich ein Loch drin wäre. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also der Körper will ja an der Stelle nicht, dass das nach außen tritt. Und dann muss man sagen, hat ein Darm ja, ihr kennt ja alle Würstchen, da wird ja auch ein Darm verwendet. Und dieser Darm sozusagen, das ist das, was wir als feste Haut immer merken. Und so ist das natürlich am Ende in unserem menschlichen Körper auch. Und dieser Darm selber, wenn ich mir den angucke, hier könnt ihr zum Beispiel, so gehört's, hier könnt ihr zum Beispiel so einen Darm sehen, der hat auch immer so Falten. Und jetzt muss man, das kann man hier jetzt nicht ganz so gut sehen, hier sind natürlich Eintrittslöcher durch die Galle, das ist die Gallenblase hier zum Beispiel, das ist die Bauchspeicheldrüse. Die ist allerdings, die Bauchspeicheldrüse ist nur Ringfinger groß, also das Modell hier ist jetzt sehr, sehr groß, das sind die Blutgefäße. Wenn ihr euch aber den Darm anguckt, dann ist es so, dass der Darm eben nicht Löcher hat und dass hier irgendwo der Inhalt nachher, wenn hier der Speisebrei drin ist, dass der irgendwo durch die Löcher rausrutscht, sondern dieser Leaky Gut bedeutet, dass die Schleimhaut, die hier auf der oder sozusagen auf der Darmwand ist, dass die Schleimhaut Defekte hat. Das heißt, die Schleimhaut schützt das untere Gewebe nicht und dieses untere Gewebe wird dann schneller angegriffen. Das heißt, die Schleimhaut, ihr könnt euch das immer vorstellen im Mund, da haben wir ja auch die Mundschleimhaut, das ist der Speichel, den wir auch ausspucken können. Und wenn der Speichel sozusagen und auch die Schleimhaut nicht da wäre, dann tut das ja weh. Das heißt, dann kriegen wir Schmerzen, weil das Fleisch sozusagen darunter, in diesem Fall ja das Rosane, nicht geschützt ist. Und dieser löchrige Darm ist eben nicht Löcher im Darm, sondern Löcher in der Schleimhaut. Und da muss man dann immer gucken, warum hat die Schleimhaut Defekte an der Stelle? Wenn sie Defekte hat, kann darunter eine Wunde entstehen. Also ähnlich wie ihr das vielleicht kennt, wenn ihr mal was zu Scharfes vielleicht gegessen habt oder wenn ihr krank seid, dann kann sein, dass es auch so kleine ja, Schleimhautdefekte gibt. Manchmal merkt man das am Gaumen auch, wenn ich zum Beispiel zu heiß was gegessen habe. Und so kann das eben im Darm auch sein. Und daher, wie kann ich die Schleimhaut wieder aufbauen? Das geht relativ einfach, nämlich mit Speiseöl. Und zwar ist das Speiseöl entzündungshemmend. Man muss immer gucken, dass das Speiseöl in Rohform verwendet wird. Das heißt, mal eben gucken hier, habe ich auch meinen Löffel. Ihr könnt zum Beispiel einen ja, Esslöffel, vielleicht auch einen Teelöffel, wenn ihr nicht so viel mögt, einen Esslöffel Öl in den Mund nehmen und runterschlucken. Das ist die eine Variante. Das kommt ja am Ende auch über den Magen-Darm-Trakt, dann nachher im Darm an. Wir können es aber auch ins Essen geben. Wenn ich zum Beispiel meine Nudeln auf dem Teller habe, dann kann ich nochmal ein bisschen Öl auf dem Teller in die Nudeln geben. Oder wenn ihr eine warme Mahlzeit habt, dann kann ich zum Beispiel das Speiseöl in das Gemüse reinmachen. Wichtig ist, dass es direkt aus der Flasche in die warme Mahlzeit kommt. Es soll nicht erhitzt sein, weil die besonderen Fettsäuren, die wir im Speiseöl drin haben, dann dazu führen, dass das Öl die Schleimhaut, also die Löcher im Darm wieder schließen kann. Natürlich muss man immer gucken, was ist der Grund von einem Defekt sozusagen der Schleimhaut oder von Entzündungsprozessen, die da drunter sind.
Das heißt, in diesem Fall muss man eben immer gucken, ist da eine Unverträglichkeit hinter? Hat jemand eine Laktose, eine Fructose, eine Histaminintoleranz, weshalb die Schleimhaut nicht in Ordnung ist? Ist da ein Entzündungsprozess? Muss man Medikamente geben für den Entzündungsprozess? Das heißt, hier sind natürlich immer die Fachärzte gefragt, zum Beispiel bei einer Darmspiegelung. Oder auch der Leaky Gut ist ja eher der, immer den man sozusagen für den Darm hat. Aber so ein Schleimhautdefekt kann ich natürlich auch an der Speiseröhre oder auch am Magen haben. Ja? Also an der Stelle Schleimhautdefekt, nix Löcher im Darm. Weil Löcher im Darm, da würde ja hier der ganze Inhalt rauskommen und der würde ja im Bauchraum landen. Da soll er nicht hin und da will er auch nicht hin. Also die Patientin war danach total ja, glücklich, dass sie wusste, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja, also muss man immer so ein bisschen gucken. Um das Darmmilieu auch nochmal zu verbessern, kann man zum Beispiel auch Milchsäure nutzen. Also zum Beispiel im Joghurt. Naturjoghurt enthält immer Milchsäurebakterien und die führen auch immer dazu, dass das Darmmilieu, sagt man immer, das Mikrobiom ja auch etwas besser wird. Aber im Ursprung ist meine Erfahrung, müssen wir gucken, warum sind da Defekte, was ist hier sozusagen los. Manchmal sind auch die Darmzotten, also auf jeder Falte, die wir hier haben, sind so Zotten, müsst ihr euch vorstellen, wie so kleine Tentakel. Und die können auch eine unterschiedliche Länge haben. Diese Tentakel kann man hier jetzt nicht sehen. Diese Darmzotten können auch mal zurückgehen, wenn da Infekte sind oder wenn da Defekte sind oder wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann können die sozusagen auch verkürzt sein, also dass man lange Zotten hat und kürzere Zotten. Und Zotten anregen kann man zum Beispiel manchmal auch mit Ballaststoffen. Ich weiß, viele Ärzte nehmen immer diese Flohsamenschalen, aber an der Stelle kann man zum Beispiel auch Haferflocken nehmen. Man kann auch ein Graubrot, Mischbrot nehmen, wo die Körner gemahlen sind oder ein Mehrkorn, Vollkornbrot oder Gemüse zum Beispiel. Ist sogar noch manchmal viel besser für die Verdaulichkeit. Gegartes Gemüse zum Beispiel, Brokkoli, Blumenkohl für zum Beispiel als pürierte Suppe, wenn man es mag. Weil das Pürierte kann ja natürlich auch im Mund pürieren, ne? Gut kauen. Die gute Kaufunktion führt dazu, dass die Ballaststoffe weich werden und damit können wir die Zottentätigkeit tatsächlich anregen. Also an der Stelle kann man das auch machen. Also kurz erklärt einmal der löchrige Darm. Also nichts Löcher, sondern da muss man immer ein bisschen gucken, was da sozusagen los ist. Ich finde immer, dass sehr viel gemischt wird in letzter Zeit, auch Bakterien, Viren, die Ansätze für die Strukturen im Darm. Da müssen wir halt immer gucken, was ist da wirklich los, was ist passiert, was wurde gegessen. Sind es die Milchsäurebakterien, also das Mikrobiom, wie man so schön sagt, ne? Mikrobiom bedeutet ja immer verschiedene Strukturen im Magen-Darm-Trakt. Und was kann ich am Ende machen? Oder wenn das Thema Reizdarmsyndrom kommt, der Darm ist gereizt, müssen wir gucken, warum. Ja? Also in der Regel gibt es eine Quintessenz immer am Ende. Zumindest mache ich es so, dass wir dann wirklich mal durchgehen und ich versuche herauszuhören, was die Ursache sein kann. Oder man guckt medizinisch nochmal auf ein paar Ideen, was die Ursache dafür vielleicht sein kann. Manchmal dauert es auch einen kleinen Moment, bis man auf die richtige Idee kommt oder überhaupt bei der Vielfalt einiges an Terminen abarbeiten muss, um dann zu gucken, was der Grund ist. Verdauungsenzyme zum Beispiel vom Pankreas oder die Intoleranzen. Das ist ja auch nicht, was wir immer gleich sofort alles definieren können. Ne? Da muss man also ein bisschen gucken. So, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ganz lieben Dank für den Content. Habe ich schon wieder vergessen vorhin, aber macht da nichts. Ne? Ihr wisst, was ihr machen müsst. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt zum löchrigen Darm. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und danke fürs Zuhören und Zusehen. Liebe Grüße.